Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt geht es um Risiken. Auch da ist es wichtig, dass man früh im Projekt anfängt, sich über Risiken Gedanken zu machen. Ein Risiko ist ja irgendwas Schlimmes, was Ihnen theoretisch vielleicht zustoßen könnte, aber nicht sicher zustößt. Wenn es sicher zustößt, ist es ein Problem. Und eine gute Projektplanung, eine vorausschauende Organisation des Projektes überlegt sich vorweg, was alles Schlimmes passieren könnte, wie relevant die Dinge sind, die Ihnen passieren können, und versucht rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder sich einen Puffer zuzulegen oder das Projekt so zu organisieren, dass das gar nicht vorkommen kann. Also was wir brauchen, ist eigentlich ein strukturierter, sinnvoller Umgang mit den schlimmen Dingen, die uns passieren könnten, nämlich mit den sogenannten Projektrisiken. Die sind noch zu unterscheiden vielleicht von den Produktrisiken. Das sind alle schlimmen Dinge, die unser Produkt beim Kunden anrichten kann. Also hier geht es jetzt erstmal um die Projektrisiken. Stellen wir uns wieder Folgendes vor. Sie sind wieder Lewis und Clark im Jahr 1804 und sie machen genau dieses Spielchen, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Sie spielen im Kopf mal durch, was kann uns alles Schlimmes passieren. Sie brainstormen irgendwie und also das heißt, überlegen, was kann alles passieren, welche Eventualitäten können eintreffen und spielen hier dann durch. Habe ich, wenn die Eventualität eintritt, also das Risiko zum Problem wird, habe ich dann eine Gegenmaßnahme? Oder kann ich vielleicht einen anderen Weg wählen, dass das Problem gar nicht eintreten kann? Das könnte einer der Gründe sein, warum die Herrschaften Waffen dabei hatten. Und zwar, ich überlege, ich könnte von einem Krokodil angegriffen werden. Dann überlege ich mir, was kann ich tun, wenn mich das Krokodil angreift? Naja, dann werde ich wahrscheinlich das Krokodil versuchen zu erschießen. Oder ich kaufe einen starken Motor und versuche schnell wegzufahren. Das wären so die beiden Alternativen. Aber ich überlege mir, was gibt es für Probleme und versuche dann in die Ausrüstung gleich die Dinge zu integrieren, um die Probleme unterwegs gar nicht so schlimm werden zu lassen. Das ist also aktives Risikomanagement, brauchen Sie bei jeder Expedition. Und das ist so dieses Durchspielen der Eventualitäten. So, jetzt schauen wir uns das mal in Softwareprojekten an. So, was kann Ihnen alles passieren? Jetzt müssen wir überlegen wir mal so ein bisschen, jetzt werden wir ein bisschen paranoid und überlegen uns mal, was alles für schlimmste Dinge passieren könnten, die uns sozusagen den Kopf kosten könnten. Sprich, Projekt ist abgebrochen, es kostet viel mehr Zeit oder wir kriegen die Qualität nicht hin. Was Ihnen immer passieren kann, ist, Sie verlieren plötzlich den Rückhalt im Management. Der Besitzer von Ihrem Projekt, also der Sie engagiert hat, verlässt die Firma. Also es gibt ja auf jeder Ebene normale Personalfluktuation. Also muss ich gleich rausgeworfen werden, um mal die Firma zu verändern. Sie können Probleme mit Nachbarsystemen, Nachbarprojekten kriegen oder mit anderen Lieferanten. Sprich, ein Lieferant liefert nicht. Es kann unterschiedlichste Gründe haben. Der hat sich selber vermacht in der Planung. Der ist pleite. Die Mitarbeiter sind ihm davon gelaufen. Also auch der ist ja Risiken ausgesetzt und kann vielleicht Ihnen die Zulieferung nicht bereitstellen. Aus welchen Gründen auch immer. Und Sie können sich im Grunde auch auf Produkte, die Sie gekauft haben, nicht immer zwingend verlassen. Auch da kann ja der Lieferant durchaus pleite werden. Oder das Open-Source-Projekt, da können alle Entwickler wegrennen. Also auch da sind vielleicht geringe, aber da sind Risiken drin. Teamprobleme. Gerade in studentischen Projekten passiert es ja leichter, würfelt man bunt jede Menge Charaktere zusammen, jetzt ohne irgendwie auf Charaktermerkmale zu achten. Also vielleicht hat man ein Projekt nur mit Erbsenzählern oder nur mit Managementtypen, die gerne reden, aber nicht programmieren wollen. Und das heißt, da sind auch Konflikte vorprogrammiert. Also das heißt, das Team bleibt vielleicht durchgehend in dieser Storming-Phase von Blackman. Und das könnte ein Risiko sein, dass Sie einfach nicht zum Arbeiten kommen. Oder Sie haben Koordinationsprobleme, einfach weil die Charaktermerkmale so unterschiedlich sind, dass Sie sich da nicht einigen können. Oder Sie haben einzelne Teammitglieder, die einfach mauern. Also hat einer keine Lust oder innerlich schon gekündigt. Oder aus anderen Gründen macht er oder sie nichts. Oder die Technik leistet nicht das Erwartete. Das ist eigentlich immer so. Also Sie haben immer irgendeinen technischen Blödsinn, der in dem Team und Projekt nicht funktioniert. Und damit müssen Sie umgehen können. Dann erwarten Sie von der Datenbank, das gute Stück soll 2-Phasen-Commit können. Und dann stellen Sie fest, naja, steht im Katalog drin, geht aber praktisch nicht. Oder Sie stellen fest, naja, also das Framework sollte schon irgendwie funktionieren. Leider ist die Doku falsch und die Features, die Sie brauchen, funktionieren nicht in der Geschwindigkeit, wo Sie sie gebraucht hätten. Also was Sie wollen, einen Baum darstellen mit 400 Einträgen aus irgendwelchen Gründen und das Framework stürzt ihn ab dabei. Letzter Punkt, der Ihnen noch passieren kann, ist, Sie haben eine Schätzung gemacht. Also Sie haben, gerade wenn Sie einen Werkvertrag gemacht haben, haben Sie dem Kunden versprochen, das kostet 100.000 Euro und Sie stellen unterwegs fest, Mist, da haben wir alles Mögliche unterschätzt und Sie stellen unten mittendrin fest, es kostet nicht 100.000, sondern 300.000 Euro. Also Sie haben viel zu wenig Aufwand kalkuliert. Wenn Sie zu viel Aufwand kalkuliert haben im Werkvertrag, dann haben Sie Glück gehabt, das ist dann Ihr Gewinn. Aber wenn Sie zu wenig kalkuliert haben, das ist sozusagen Ihr Festpreisverlust.
Und das ist natürlich auch blöd. Was bedeutet das, wenn sowas passiert, also wenn so eins von diesen Problemen eintritt wirklich und ihnen zum Verhängnis wird? Was ist dann? Naja, erstens, alles, was sie im Team versprochen haben, ist eventuell nicht mehr halt zu halten. Also die Qualität, der Termin, das Budget oder der Funktionsumfang. Also irgendeine der, sagen wir mal, diese Ecken aus dem Quadrat von Herrn Sneed wird dann nicht mehr garantierbar sein. Also Software wird nicht rechtzeitig fertig, Budget deutlich überschritten, Qualität stimmt nicht oder das Produkt hat halt irgendwelche Features nicht. Das sind so diese vier Ecken vor dem Quadrat von Sneed. Für Sie persönlich bedeutet das, wenn was eingetreten ist. Naja, Sie müssen es vielleicht abfangen. Zum Beispiel, wenn Sie die Planung marode haben, kann es sein, dass irgendwie Wochenendarbeit angeordnet ist und Sie die Planungsfehler dadurch ausgleichen müssen, dass Sie halt die Wochenenden durcharbeiten vor der Lieferung. So ein Klassiker. Oder dass Sie viele Überstunden machen. Das heißt, dann haben Sie normalerweise 8-Stunden-Tag, aber in der Zeit, wo es ja wirklich eng wird, haben Sie vielleicht über längere Phasen 12-Stunden-Tage. Oder das Projekt fängt an schief zu gehen und plötzlich haben Sie als Person das Projekt irgendwie an Ihrem Revier heften. Das ist der, der das Projekt verkackt hat. Und plötzlich haben Sie ein Problem mit Karriere in dem Unternehmen. Ich meine, wenn Sie Karriere machen wollen, Tipp ist, Sie lassen ein Projekt halb schief gehen und retten das dann. Dann sind Sie der Retter. Das ist ein viel besseres Image, als wenn das Projekt schief gegangen ist und Sie konnten nichts mehr tun. Oder Ihr Arbeitgeber ist insolvent. Ne? Ihr Arbeitgeber hat sich massiv verschätzt oder überhoben und macht einen riesen Festpreisverlust, dann ist der vielleicht insolvent. Und dann haben Sie erstmal keinen Job mehr. Also all das kann passieren. Und um das zu vermeiden, müssen wir das Risikomanagement betrachten. Also würde ich so ein bisschen paranoid werden und überlegen, was können wir tun, um bestimmte Situationen einfach ganz zu vermeiden oder aktiv mit denen umzugehen. Was ist ein Risiko jetzt erstmal? Vielleicht machen wir den Begriff uns nochmal klar, dass eigentlich so was Ähnliches wie eine Chance, also Risiko und Chance sind sehr einander beiliegende Begriffe. Das heißt, ein Risiko ist eigentlich ein mögliches zukünftiges Ereignis, genauso wie eine Chance ein mögliches zukünftiges Ereignis ist. Und dann ist ein Risiko ist halt schlecht und eine Chance ist gut. Und das zukünftige Ereignis ist bei einem Risiko halt irgendwie schlecht für Ihr Projekt, also gefährdet einen dieser vier Parameter, also Qualität, Zeit und so weiter. Und ein Problem ist ein eingetretenes Risiko, ne? Also wenn schon was passiert ist, dann ist das kein Risiko mehr, sondern dann haben wir schon ein Problem an der Backe und müssen uns darum kümmern. Und jetzt kann man gucken, dass man versucht, die Projekte zu bepreisen, also zu sagen, was ist denn ein großes und was ist ein kleines Risiko. Und da kann man sozusagen den Erwartungswert ausrechnen von dem Risiko. Genauso wie von der Chance, ne? Sie sagen, Risikohöhe ist gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe. Also das kann man zum Beispiel überlegen, muss ich mich gegen Meteoriteneinschläge versichern? Dann weiß ich, Schadenhöhe sehr hoch, also weil der Meteorit wird wahrscheinlich mein Haus und alles Mögliche zerstören. Eintrittswahrscheinlichkeit wahrscheinlich so gering, dass Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe dann doch eine irrelevante Größe darstellt. Ja, sagte er, und bevor der Meteorit bei ihm einschlug, nicht? Während solche Sachen wie die Technik leistet nicht das Erwartete, dass die Schadenhöhe vielleicht recht hoch, weil sie das Projekt nicht liefern können und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sicher auch hoch. Muss das guckt empirisch sich so ein bisschen versuchen mit Informationen auszurüsten, um das so ein bisschen einschätzen zu können. Ne? Also, aber wir raten mal, Eintrittswahrscheinlichkeit von Technik nicht geht, ist doch recht hoch und die Schadenhöhe ist vielleicht auch entsprechend. Und bei einer Chance ist genauso, ne? Sie sagen, Eintrittswahrscheinlichkeit Lottogewinn ist verschwindend gering und die Schadenhöhe, sprich die oder die Chancenhöhe, ist dann der Größe des Lottogewinns. Also auch, Sie können sozusagen auch Ihre Chance entsprechend ausrechnen, genauso wie ein Risiko. So, was kann ich mit Risiken tun? Ich kann sie vermeiden. Das heißt, wenn ein alte Regel, das haben jetzt mehrere Geschäftsführer von Rosenheimer Unternehmen erzählt, ist, wenn Sie ein Projekt angeboten kriegen und Sie haben schon ein schlechtes Bauchgefühl, dann lassen Sie es. Dann ist meistens was verkehrt. Also Ihr System 1, Ihr Unterbewusstes ist meistens gut genug, dass der irgendwelche Indikatoren wahrnimmt und schlechtes Bauchgefühl ist. Also die meisten haben gesagt, aufs Bauchgefühl hören. Wenn Sie das Projekt nicht machen, machen Sie natürlich auch keinen Gewinn. Also das heißt, ohne Projekt natürlich dann auch kein Gewinn. Ich kann natürlich auch das Projekt anders organisieren. Also wenn ich jetzt Schwierigkeiten mit der Technik habe, kann ich ja eine andere Technik nehmen. Also ich kann Risiken vermeiden. Ich kann Risiken begrenzen. Was kann ich tun? Ich kann zum Beispiel im Vertrag Haftung ausschließen. Das heißt, Sie machen zum Beispiel einen Werkvertrag mit Ihrem Auftraggeber und da steht drin, dass Sie nur bis zu einer gewissen Höhe haften. Und das heißt, dann müssen Sie nur das Geld, also dann ist Ihr maximaler Schaden halt die Höhe, in der Sie haften müssen. Das geht ein Stück weit nach deutschem Vertragsrecht. Man kann die Haftung nicht völlig ausschließen, ist nochmal wichtig zu wissen.
gegen grobe Fahrlässigkeit und gegen Absicht können Sie nicht ausschließen. Also Haftungsausschluss geht nicht vollständig, egal was Sie machen in Deutschland. Was können Sie noch machen? Sie können zum Beispiel eine Ratenzahlung vereinbaren. Der Auftraggeber gibt Ihnen so in Tranchen das Geld. Dann haben Sie schon mal ein bisschen was. Und falls das Projekt abgebrochen wird, dann haben Sie das Geld schon mal sicher. Oder Sie liefern Inkremente oder machen so Scrum-Prozess, dass Sie einmal pro Woche oder einmal pro Monat was liefern. Da kann der Auftraggeber ja zu jedem Zeitpunkt sagen, nee, das findet er blöd, das bricht er ab. Das heißt, da ist der Schaden vielleicht geringer, als wenn Sie 2 Jahre lang arbeiten und am Ende der 2 Jahre stellt man fest, dass Sie Blödsinn programmiert haben. Vermindern kann man etwas, indem man einfach an den beiden Stellgrößen versucht, was zu machen. Schadenhöhe verringern oder Eintrittswahrscheinlichkeit vermindern. Und ich kann mich ein Stück weit versichern. Ist nicht ganz richtig. Versichern wäre ja, dass man ein Risiko vergemeinschaftet. Also, dass ich zu einer Versicherung gehe und sage, ich zahle euch eine Prämie. Und falls mir was passiert, zahlt ihr mir den Schaden. Also klassische Versicherung. Sowas ist es jetzt nicht. Aber ich kann zumindest mal versuchen, so mir so einen Puffer für Eventualitäten zuzulegen. Dann habe ich Risikorückstellung, kann ich ja bilden, für Eventualitäten. Also der klassische Spargroschen unterm Kopfkissen. So, also was ist jetzt systematisches Risikomanagement? Also wie gehe ich jetzt um mit solchen Dingen? Was kann ich jetzt tun, um diese ganzen Sachen, die ich so tun könnte, mit Risiken einzuplanen? Ich kann versuchen, erstmal zu brainstormen. Also ich kann überlegen, was kann mir alles Schlimmes passieren? Das heißt, ich spiele das Projekt im Kopf durch. Also ich simuliere es in meinem Kopf oder im Kopf des Teams und überlege, was kann alles schief gehen? Und versuche, die Sachen irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und dann versuche ich, sie zu analysieren. Das heißt, ich gucke nach, was ist wahrscheinlich und wo ist ein hoher Schaden da. Denn um die Sachen muss ich mich kümmern. Bei den sehr unwahrscheinlichen Sachen oder den Sachen mit geringen Schäden, da kann ich auch sagen, ist egal, dann wird es halt so ein Problem und ich akzeptiere es. Auch das geht. Fehlt übrigens auf der Folie vorweg. Ich kann Risiko einfach akzeptieren und sagen, wenn es so ein Problem wird, so what, ist mir wurscht, weil der Schaden so gering ist. Dann macht das nichts. Ich versuche bei der Analyse zu bewerten. Ne? Ich muss ja sagen, was ist ein wichtiges Risiko? Also hoher Schaden, hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wo ist sozusagen der Erwartungswert am höchsten? Darum muss ich mich zuerst kümmern. Deswegen muss ich bewerten. Und dann muss ich mir irgendwie überlegen, was mache ich jetzt mit dem Risiko? Das heißt, ich kann mir überlegen, was mache ich, wenn es eintritt? Was kann ich tun, um es zu vermindern? Kann ich mich dagegen versichern und so weiter? Und ich muss dann natürlich kontinuierlich beobachten und gucken, woran erkenne ich, dass das Risiko eintritt oder was sind so Warnindikatoren, dass ich weiß, okay, nächste Woche tritt es vielleicht ein und was tue ich dann? Also ich muss immer wieder beobachten. Also jetzt am Projektanfang eine Risikoliste zu erlassen und die dann nie wieder anzuschauen, ist auch Quatsch. Also das heißt, also, wenn Sie sich mit Risiken beschäftigen, müssen Sie kontinuierlich drauf schauen. Mein Vorschlag wäre, also so eine richtig gute Stelle habe ich jetzt in Scrum nicht gefunden. Was sich vielleicht anbietet, ist die Retrospektive, dass man dann nochmal das Projekt Revue passieren lässt und mal guckt, wie sieht es denn aus mit den Sachen, die uns so bedrohen? Wie kommen Sie nochmal an Risiken? Vielleicht ist das nochmal interessant. Also wenn Sie so ein Risiko-Brainstorming machen, wie finden Sie so Risiken? Was könnten Risiken sein? Und da nehmen Sie einfach die Sachen, die Sie bis jetzt erarbeitet haben und erkennen einfach alles, was Sie nicht wissen, zum Risiko. Ne? Also das heißt, Sie nehmen das Umgebungsdiagramm und die Nachbarsystemschnittstelle gehört auf Ihr Risikosortiment. Denn wenn die nicht da ist, können Sie nicht weiterarbeiten. Also jede Nachbarsystemschnittstelle ist erstmal ein mögliches Risiko. Dann haben Sie vielleicht so ein Team-Kontext-Diagramm. Also das heißt, Sie überlegen sich, ich habe das Team in der Mitte und das Team tauscht Daten mit der Umgebung aus. Die Team hat sozusagen Schnittstellen nach außen, also einen Informationsfluss von Informationen, die reingehen ins Team, also Ansprechpartner zum Beispiel, und Sachen, wo das Team was liefern muss an andere. Also für mein Projektvorschlagssystem könnte das Team beispielsweise mit unserer Vertragsabteilung reden. Das heißt, die sagen dem Team Anforderungen und das Team erzeugt vielleicht Vertragsvordrucke mit dem System. Oder das Team redet mit dem Datenschutzbeauftragten, kriegt vielleicht irgendwie Requirements aus der Datenschutzgrundverordnung und gibt dem Datenschutzbeauftragten Vorschläge für ein Konzept. Und jetzt ist es so, jede Außenschnittstelle von dem Team ist ja auch ein Risiko. Ne? Vielleicht hat der Ansprechpartner keinen Bock oder keine Zeit. Vielleicht kennen Sie den Ansprechpartner nicht, dann ist es recht ein Risiko. Stellen Sie sich vor, Sie haben noch nicht rausgefunden, wer der Datenschutzbeauftragte ist. Also die Idee ist, malen Sie ein Team-Kontext-Diagramm, visualisieren Sie die Informations- und Materialflüsse ins Team und aus dem Team heraus und auch da werden Sie sehen, wo Sie möglicherweise Probleme kriegen können. Nächstes Problem sind die Ressourcen. Jede Ressource, die nicht da ist, ist ein Problem für Sie. Beispiel, wenn der Herr Lewis sein Zelt vergessen hat auf der Expedition, muss er draußen schlafen, das ist irgendwie doof. Also es ist ein Ressourcenrisiko. Also jede Ressource, die Sie noch nicht haben, ist ein Risiko. Also erklären Sie jede Ressource, die Sie noch nicht haben, als Risiko und verfolgen die Dinge auch.
vernünftig. Denn solange Sie die Ressource nicht sicher da haben, können Sie nicht damit arbeiten. Also Ressourcenliste könnten Sie als Input verwenden. Jetzt haben wir uns alle Basismaterialien angeschaut, auf deren Grundlage wir ein Risikobrainstorming machen können. Also wir haben uns das Umgebungsdiagramm angeschaut, wir haben uns das Team-Kontext-Diagramm angeschaut, wir haben uns die Ressourcenliste angeschaut, vielleicht haben wir uns noch die Skills des Teams angeschaut. Also all die Sachen haben wir jetzt als Grundlage. Und immer wenn wir eine Ressource nicht haben oder eine Schnittstelle nicht da sein kann oder Schwierigkeiten bereiten kann, ist das ja ein Risiko. Und zusätzlich fallen sicherlich noch weitere Risiken ein. Wie können wir die jetzt zusammenfassen oder im Team erstmal überhaupt sammeln? Dazu bietet sich natürlich wieder klassisches Brainstorming an. Das heißt, sie treffen sich irgendwo in einem Raum mit einem Whiteboard und verwenden Haftnotizen. Oder sie treffen sich im Internet. Ich habe hier wieder so ein Miro-Board aufgemacht und kann Ihnen sozusagen da vorführen, wie man mit Haftnotizen arbeitet. Ich habe jetzt hier mein Beispiel vorbereitet, so als Vorlage. Das heißt, mein Board, das können Sie im Grunde auf dem Whiteboard auch draufmalen, hat zwei Achsen. Die eine Achse hat die Schadenhöhe und die andere die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wenn Sie im Internet googeln, sind die Achsen manchmal vertauscht. Also, dass hier unten die Schadenhöhe und oben die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. In meinen Augen ist das gehupft wie gesprungen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir als Achsenbeschriftung? Bei der Eintrittswahrscheinlichkeit können wir natürlich sagen, hier am Ursprung ist die Wahrscheinlichkeit 0%, also der Eintritt eines Schadens des Problems ist praktisch ausgeschlossen. Und am anderen Ende der Skala, das hier ist eigentlich der Pfeil verkehrt, kann man sagen, es ist 100% sicher, also das tritt mit absoluter Sicherheit auf. Und in der Mitte ist irgendwo so, naja, 50-50. Bei der Schadenshöhe, also wenn Sie im Internet suchen, finden Sie häufig so Grafiken, wo man sieht, naja, so hoch, mittel, gering als Schaden oder kritisch, weniger kritisch, unkritisch oder sowas. Nach meinem persönlichen Geschmack finde ich das zu grob und zu wenig definiert. Also ich finde eigentlich besser, wenn man versucht, einen groben Eurobetrag dran zu schreiben. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Versicherungsvertreter und sagen dem, lieber Herr Versicherungsvertreter, ich würde mich gern gegen ein hohes Risiko versichern. Oder ich rechne mit einer hohen Schadenshöhe. Der guckt Sie wahrscheinlich irritiert an und sagt dann, Herr Beneken, Mensch, dann müssen Sie aber auch eine hohe Prämie zahlen. Deswegen ist es, glaube ich, besser, man versucht es tatsächlich so ein bisschen in Euro zu quantifizieren, selbst wenn es nicht immer ganz einfach ist. Aber zum Beispiel, wenn Sie sagen, mein Risiko ist Projektabbruch, das wäre ja der Totalschaden. Da können Sie ausrechnen, wie hoch der Festpreis war für das Projekt. Und wenn das 100.000 Euro gekostet hat als Werkvertrag, dann ist ja die Schadenhöhe 100.000 Euro. Also eigentlich kann man es ganz gut beziffern. Und deswegen wäre mein Vorschlag, Sie versuchen hier an die Schadenshöheachse im Grunde einen Eurobetrag dran zu schreiben. Ich habe das jetzt hier mal so halb logarithmisch gemacht, sozusagen. Also 0 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro. Und dann können Sie sozusagen auf diesem Schema mit Klebezetteln ein Risiko montieren. Also ich mache das hier mal, ich klebe jetzt hier mal ein Risiko hin. Dann würden Sie ja hier unterstellen, dass das Risiko jetzt einen Schaden hat von vielleicht. Ist jetzt recht groß von mir aus 80.000 Euro und tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von so 20, 30% ein. Ich meine, das ist die wissenschaftliche Präzision, wenn wir hier nicht erreichen. Es geht ja nur um so eine grobe Einschätzung, eine grobe Übersicht. Und wir wollen ja im Grunde daraus auch Aktionen ableiten, nämlich um die Sachen müssen wir uns kümmern oder die Risiken müssen wir vermeiden oder die dürfen wir ignorieren. Das wollen wir nicht ableiten. Dann kann man, wenn man das Schema mal hat, daraus auch ableiten, was mache ich denn mit dem Risiko? Das heißt, die Risiken, die also eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und einen hohen Schaden verursachen, die haben natürlich einen hohen Erwartungswert als Risiko. Das heißt, muss ich natürlich dringend vermeiden und vielleicht muss ich das Projekt dann umorganisieren, sodass das Risiko ganz entfällt. Bei den mittelhohen Risiken, also das wäre hier so die Querachse, kann man sagen, also mit mittelhoher Eintrittswahrscheinlichkeit und mittelhoher Schadenhöhe oder mit Varianten davon kann ich vielleicht Maßnahmen ergreifen. Und bei einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit und geringer Schadenhöhe, die Sachen kann ich einfach ignorieren oder akzeptieren. So, also das mal zum Schema. So, und jetzt habe ich Ihnen hier mal als Beispiel so ein Schema schon ausgefüllt. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten sich jetzt mit dem Team getroffen und dann haben Sie gemeinsam, zum Beispiel mit Miro, dieses Board erstellt.
Also das könnte so ein Beispielboard sein, was rausgekommen ist. Und dann haben Sie jetzt hier geschätzt, zum Beispiel GitLab-Lizenz ist ein relativ geringes Risiko, dass wir damit Probleme kriegen. Falls wir keine Lizenz haben, können wir ja auf die Community Edition zurück. Also geringes Risiko. Jetzt haben wir vielleicht so ein mittelhohes Risiko. Teammitglied kommt in Quarantäne, weil wir jetzt gerade Corona-Zeit haben. Da kann man ausrechnen, eigentlich Ausfall des Teammitgliedes, wenn der nicht arbeiten kann, mal Tagessatz und dann haben wir ungefähr die Schadenhöhe. Also auch das lässt sich eigentlich ganz gut beziffern. Oder LDAP-Schnittstelle ist nicht da. Da könnte man ausrechnen, naja, dass der Schaden recht hoch, denn vielleicht muss ich deswegen eine eigene Berechtigungsverwaltung bauen. Und dann kann ich sozusagen abschätzen, was würde mich eine eigene Berechtigungsverwaltung kosten. Und eine eigene Authentisierung und das kann ich dann gegen diese LDAP-Schnittstelle gegenrechnen und deswegen komme ich hier auf eine recht hohe Schadenhöhe. Also das heißt, Sie arbeiten sich so Stück für Stück durch die vorliegenden Dokumente durch und dann kommen Sie eigentlich zu einer recht guten Übersicht über alle Risiken, die es so gibt. Und wenn Sie die Risiken gefunden haben, müssen Sie mit denen natürlich umgehen. So, was kann man jetzt tun, wenn man die Risiken gefunden hat? Erstmal lohnt es sich überhaupt, was dagegen zu tun. Das heißt, wenn sagen wir, die Schadenhöhen, also oder die Risikohöhe nicht so allzu hoch ist, mache ich vielleicht gar nichts. Und also kann mir durchaus überlegen, ob ich das Risiko einfach akzeptiere. Dann kann ich natürlich Maßnahmen zur Risikobewältigung ergreifen, die im Grunde im Scrum-Prozess mit enthalten sind. Das heißt, ich liefere iterativ. Also ich liefere jede Woche, jeden Monat oder alle paar Wochen, je nachdem, wie Ihr Prozessmodell ist, liefere ich was aus, kriege jeweils Feedback und wenn es verkehrt ist, wird der Kunde schnell Nein sagen. Das heißt, die Schadenhöhe kann nicht so hoch werden. Im Gegensatz zu, ich arbeite 2 Jahre, rede mit keinem und stelle am Ende der 2 Jahre fest, dass es nicht taugt, das wäre also viel zu spät. Also durch schnelle Feedback-Schleifen senken Sie das Risiko. Also iterative Softwareentwicklung, diese Arbeit in Sprints, ist aktive Risikoverminderung. Wenn ich sehe, ich kann technische Probleme haben, gibt es in agilen Methoden die Möglichkeit eines Spike. Das ist so ein Experiment. Ich probiere einfach aus, ob es geht. So wie ich sozusagen Projektabwicklung gelernt habe, hieß das technischer Durchstich. Das heißt, ich löte mal alle Komponenten zusammen, die kaputt gehen könnten oder die nicht zusammen funktionieren können und probiere relativ früh im Projekt aus, ob das zusammenspielt. Das ist der klassische technische Durchstich. Kommt gleich noch mal eine Folie dazu. Und ich kann mir überlegen, vielleicht kann ich Ausweichstrategien bilden. Zum Beispiel, ich kann Parallelentwicklung machen. Also ich setze zum Beispiel an jedes Thema 2 Leute dran, die das Know-how haben. Das heißt, falls einer vom Bus überfahren wird, habe ich ja 2 Wissensträger. Aktives Risikomanagement, diese Teamverantwortung, die sie in Scrum haben. Auch das ist eigentlich ein Weg, um Risiken und Abhängigkeit von Einzelpersonen zu vermindern. Überleg mir Ausweichstrategien. Also wenn das Feature nicht geht, kann ich vielleicht was anderes machen. Ich kann technische Ausweichfeatures machen. Das heißt, wenn das mit der einen Datenbank nicht geht, baue ich das System so, dass ich schnell auf eine andere Datenbank wechseln kann. Also das muss man sich dann im Detail anschauen. Aber wenn Sie das Risiko mal entdeckt haben, wird Ihnen sicher was einfallen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit zu senken oder die Schadenhöhe zu vermindern oder das Risiko ganz zu eliminieren. So, also ein klassisches Beispiel, um sozusagen auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hoch sind denn Wahrscheinlichkeiten und wie hoch wäre der Schaden ist, Sie bauen diesen technischen Durchstich. Der heißt, je nachdem, welchen Autor man liest, auch mal Tracer Bullet. Das ist so das Wort, was der pragmatische Programmierer verwendet, oder Proof of Concept oder Spike. Bei meinem ersten Arbeitgeber hieß das technischer Durchstich. Und Idee ist, Sie bauen alles, wo Sie das Gefühl haben, das ist wichtig fürs Projekt, also eigentlich alle Technologien, die Sie so verwenden, einmalig mal zusammen und also alle kritischen Architekturbestandteile und probieren aus, ob das Zeug zusammen funktioniert. Erst dann wissen Sie, ob es wirklich zusammen funktioniert, denn auf Kataloge oder Nachbarprojekte können Sie sich nicht unbedingt verlassen. Also zum Beispiel Datenbankzugriff, grafische Oberfläche, Querschnittsfunktionen, bauen Sie alles zusammen. Und zwar auf der Zielhardware möglichst, also nicht in Ihrer Entwicklungsumgebung, sondern möglichst auch auf dem Produktivserver oder auf einem Server, der dem Produktivserver entspricht. Und dann wissen Sie, also wenn es da läuft, dann wissen Sie, es läuft halbwegs. Zumindest wissen Sie, dass der Fall, den Sie gebaut haben, läuft. Ob es dann für alle Fälle läuft, wird sich dann ja zeigen. Und was wollen Sie? Sie wollen lernen. Sie wollen ein besseres Verständnis haben von den ganzen technischen Komponenten. Sie wollen sehen, wo kann es denn technische Probleme geben? Können Sie bewusster planen? Und auch Sie als Entwicklerin, Entwickler oder als Architektin, Architekt verschaffen sich damit kritisches Know-how,
Zum Beispiel, wie stark ist die Einarbeitungskurve, wie viel Aufwand muss ich einplanen, damit meine Leute das verstehen? Oder was passiert, wenn Probleme kommen? Wie gut ist das Hilfesystem? Wie groß ist die Community? Also ich sammle da ganz viele wertvolle Informationen. Deswegen baue ich solche Spikes sehr früh im Projekt, um Risiken abzubauen. Und wie gesagt, der Vorteil ist, ich kriege sogar einen ersten Performance-Eindruck. Ich kriege einen Eindruck davon, wie oft stürzt es ab, also wie robust ist das Zeug. Und ich kriege ein Gefühl für die Lernkurve der Entwickler, wie schon erwähnt. Was kann ich noch machen? Ich kann mir eine Notfallplanung überlegen. Das heißt, ich kann in den Vertrag die Haftungsfrage reinschreiben. Also wer haftet für was? Also in welchem Fall muss wer bezahlen? Ich überlege mir im Vertrag schon mit dem Kunden, was passiert, wenn wir das Projekt abbrechen müssen? Wer zahlt dann welchen Betrag? Das ist ganz gut. Dann haben Sie schon mal so eine Ausweichstrategie und beide Seiten wissen, naja, also ich habe einen sicheren Weg, das Projekt auch runterzufahren, wenn irgendwas schief geht. Also welche Rate zahlt wer wann wem und welches Geld wird beim Projektabbruch noch wem bezahlt. Also wenn Sie das geklärt haben, dann ersparen sich vielleicht dann Gerichtsprozess. Oder Sie sagen, falls es ein Problem gibt, mit wem muss man reden, also Eskalationswege, all das legen Sie im Projekt fest. Eine ganz wichtige Strategie zur Risikobewältigung, finde ich, ist der Chaos Monkey von Netflix. Also was sie damit tun, ist ja, sie sagen, das Chaos ist der Normalfall. Ich gehe davon aus, dass jedes System, was ich habe, mal abstürzen kann. Und was die Netflix-Leute am Anfang gebaut hatten, war ein Prozess, der rumlief und einfach alle virtuellen Maschinen stochastisch abgeschossen hat. Jeder, der jetzt was gebaut hat, hat im Hinterkopf, Mensch, das Ding kann abgeschossen werden, hat die Systeme dann anders gebaut. Also das Bewusstsein, der Chaos Monkey könnte vorbeikommen, hat es wahrscheinlich zu einem sicheren Design geführt. Also das ist einfach eine Sache, wie sie im Kopf darüber denken. Also das heißt, das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Bei Technik, Sie können noch sich mit Redundanz ausstatten, also zwei Rechenzentren, zwei Server haben, Sie haben Backup-Konzept, Sie haben nicht einen Administrator, sondern zwei und so weiter. Also legen das organisatorisch und technisch redundant aus. Auch das sind so Möglichkeiten, um technische Risiken in den Griff zu kriegen. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Bemerkungen, wie wir jetzt über das gesamte Projekt systematisch mit Risiken umgehen können. Und da würde es sich anbieten, tatsächlich auch in GitLab das Risikomanagement zu machen. Da habe ich jetzt hier mal einen Vorschlag für Sie vorbereitet. Das sehen Sie hier in GitLab in dem Beispielprojekt. Und zwar habe ich hier ein Risk Board hergestellt. Ich sage das mal hier Edit Board. Das ist ein Board, wo nur Tickets sind mit dem Label Risiko. Das heißt, ich habe auch das Label Risiko dazu erstellt, Safe Changes. Zweitens habe ich mir einen Risikomanagement-Prozess überlegt. Und zwar habe ich dazu drei Status-Labels gemacht. Risikostatus-Analyse, Risikostatus-Bewertung, Risikostatus-Bewältigung und Closed. Also, und so kann ich jetzt überlegen, wie gehe ich jetzt strukturiert mit dem Risiko um. Das heißt, ich mache jetzt für jedes Risiko ein Ticket. Zum Beispiel habe ich festgestellt, jetzt Zugriff über LDAP könnte ein Problem sein. Das heißt, das hier, das Open sozusagen, die Spalte, die entsteht, nachdem Sie Brainstorming gemacht haben oder immer dann, wenn Sie auf ein neues Risiko gekommen sind, dann ist das sozusagen ein Ticket, das ist Open. Und auch Sie können das Risiko-Label, das ist ja das Hübsche an GitLab, auch an eine User-Story dran kleben oder ein normales Ticket. Das zeige ich hier mal. Das ist, also ich habe hier vielleicht das. Das ist vielleicht so eine Aufgabenstellung, die vielleicht ein Risiko beinhaltet. Also ich kann sozusagen an jedes beliebige Ticket den Kleber Risiko dran machen und dann meinen Risikomanagementprozess durchlaufen. So, also Zugriff für LDAP. So, und jetzt kann ich überlegen, naja, jetzt fange ich erstmal an, das zu analysieren. Und gucke mir das Risiko genauer an, beschaffe Informationen. Das Hübsche jetzt ist, ich kann ja hier das Ticket verwenden und hier an dem Ticket alle Informationen, die ich in Erfahrung gebracht habe, alle Statusveränderungen dran basteln und ich kann hier auch weitere Issues verlinken. Das heißt, dass ich kann jetzt hier sozusagen auch weitere Issues dran kleben, zum Beispiel um einen Spike zu machen, also Zugriff auf LDAP mal ausprobieren, um weitere Tickets zu machen, erforsche, was es kosten würde, ein eigenes Berechtigungssystem zu machen. Also ich kann jetzt hier das Ding eigentlich sehr schön als Informationselement verwenden. Und da kann ich also hier einfach kommentarweise alles dran schreiben, was ich rausgefunden habe. Also ich zum Beispiel erstes Gespräch mit Betriebsführung
erfolgreich. Ansprechpartner Müller. Details klären am 19.03.2021. Und vielleicht habe ich da schon festgestellt, das Risiko ist gar keins mehr und verschiebt das dann gleich in Closed. Vielleicht ist das Risiko noch nicht so ganz aufgelöst. Also muss ich es vielleicht weiter verschieben. Aber das Schöne ist, Sie können jetzt an dem Ticket eigentlich alle Informationen zusammensammeln und alle Teilaufgaben dranklemmen, die was mit diesem Risiko zu tun haben. Comment. So. Also das heißt, ich kann hier über die Kommentare weitere Informationen ergänzen oder falls es irgendwas Allgemeines ist noch zu dem Risikotickets. So, dann wenn ich die Analyse fertig habe, Zugriff über LDAP, kann ich das bewerten. Das heißt, ich kann die Schadenhöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit mir überlegen, also falls ich da noch irgendwie Experimente machen muss oder raten muss oder sowas. Und dann kann ich es hier in die Spalte verschieben, wenn ich sozusagen aktiv mit dem Risiko umgehen will. Und so weiter, bis das Risiko sozusagen entweder zum Problem geworden ist, dann ist es closed natürlich, weil dann ist ja kein Risiko mehr, sondern schon ein Problem. Oder das Risiko hat sich aus irgendwelchen Gründen erledigt, weil ich zum Beispiel den LDAP-Zugriff erhalten habe oder den Kontakt zum Datenschutzbeauftragten erhalten habe oder die CRM-Schnittstelle sicher funktioniert. Idee jetzt von diesem Riskboard ist, Sie haben eine zentrale Übersicht über alle Risiken. Das ist der Vorteil. Der zweite Vorteil ist, Sie können dieses Riskboard zyklisch anschauen, zum Beispiel in der Sprint-Retrospektive. Also man sollte es jetzt wahrscheinlich nicht im Daily anschauen, also so viel Veränderung ist auf dem Riskboard sicherlich nicht drauf, aber zum Sprint-Review-Meeting, das man zusammen mit dem Kunden anschaut, oder zur Sprint-Retrospektive, dass Sie es teamintern anschauen, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und wichtig ist nur, Sie schauen regelmäßig drauf und Sie verschieben auch die Tickets, wenn sich da was verschoben hat. Also deswegen als Vorschlag machen Sie ein Riskboard, damit können Sie ein bisschen Struktur in das Thema Risiko Verarbeitung reinkriegen. Wichtig ist, es kann Ihnen alles Mögliche zustoßen im Projekt, da können Sie auch nichts gegen machen. Grund ist der Zufall. Und alles, also Sie machen ja am Anfang, überlegen sich ein Projekt, aber Zufallseffekte und fehlendes Wissen versetzt Sie nicht in die Lage, eine 1000% korrekte Planung zu machen, die jetzt irgendwie für die nächsten 3 Jahre halten würde. Innerhalb längerer Projektlaufzeiten, je länger das läuft, desto mehr schlimmes Zeug kann Ihnen zustoßen. Also werden mögliche Sachen zu Problemen und Sie müssen also damit rechnen, dass Sachen passieren. Und das Wichtigste, was Sie tun können, ist, gehen Sie aktiv mit den Sachen um, die Ihnen passieren können. Also machen Sie aktives Risikomanagement, überlegen sich halt vorher, was passiert, wenn gewisse Probleme eintreten. Dann kann Sie da nichts mehr aus der Ruhe bringen. Oder dann bringen Sie dann höchstens noch Sachen aus der Ruhe, die Sie überhaupt nicht schätzen konnten. Diese klassischen Unknown Unknowns. Also mit denen muss man natürlich immer noch umgehen. Aber alles, mit dem Sie rechnen können, da sollen Sie einen Plan haben, wie Sie dann damit umgehen. Aktives Risikomanagement ist ganz wichtig. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Weiter geht es dann mit so einer zusammenfassenden Darstellung der Team Charter.